Hallo zusammen, Making of Hochzeitspärchen in der Kirche. Und zwar habe ich gestern Hochzeit fotografiert und dabei ist so zwischen Tür und Angel quasi das Foto entstanden. Wirklich so 3 Minuten Zeit, irgendwie Pärchen hingesetzt, Blitz hingestellt und das war's. Der Trick dabei ist der folgende. Wir sind da nicht nur zu dritt, wir sind zu viert da. Einer von den Gästen, ich habe mir da einen geschnappt, und der liegt auf dem Fußboden zwischen diesen Bänken und hält einen Blitz hoch. Und zwar genau so, dass eben das Pärchen den Blitz verdeckt. Wenn das nicht der Fall ist, dann blitze ich in den Objektiv rein und das ist natürlich nicht gut. Der muss verdeckt sein, der muss so 2, 3 Meter weg sein, der darf nicht zu dicht dran sein, sonst kann das Licht sich nicht weit genug verteilen. Es muss sich genug verteilen, dass es das Rimlight auf dem ganzen Pärchen gibt. Und der Trick wäre gewesen, das war jetzt leider nicht so, wenn sie noch einen Schleier gehabt hätte, wäre es viel cooler gewesen. So, das ist das eine, den Blitz dahinstellen und dann belichte ich die Kirche so, wie ich das haben möchte, so dass Stimmung rüberkommt, eher ein Tick zu dunkel. Wenn man darauf achtet, die Kirchenfenster sind mit drin, die brennen sonst aus. Also versuchen, dass die dürfen ein bisschen, aber nur ein bisschen ausbrennen. Eher sogar gar nicht. Also eher das Ganze ein bisschen zu dunkel haben, dann den Blitz auf, ich glaube, ich hatte den auf ein 32. Also wirklich ganz, ganz wenig Power, nur weil der blitzt ja in Richtung Kamera. Das muss man ausprobieren. Und das ist schon alles. Super einfache Sache, super stimmungsvoll, das Pärchen ist super happy damit. Auf Facebook ist es sehr gut angekommen, Instagram ist es sehr gut angekommen. In der Nachbearbeitung habe ich ein bisschen mit White Balance gespielt, ein bisschen Helligkeit, Schatten ein bisschen hoch und runter gezogen, Kontrast gespielt, aber überhaupt keine Hexerei, kein Dodge and Burn, kein gar nichts, sondern wirklich nur so die gestern Abend noch K.O., die 3 Minuten Nachbearbeitung. Also, ich hoffe, das war interessant und wenn du auch Hochzeitsfotografie machst, viel Spaß dabei und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weniger labern? Ja. Danke. Dann darfst du stoppen. Und da war so irgendwie so die 3 Minuten Pause noch quasi. Der Pastor lief da schon rum und hat versucht, seine Schäfchen einzusammeln. Und ich denke, die beiden noch ganz schnell ja in die Kirche gesperrt und hat das Blitz. Ich fange an zu labern? Nee. Ja. Was wolltest du mir damit sagen? Ja. Ja. Ja, aber das gehört auch dazu, oder? Finde ich. Das war jetzt nur so ewig weit ausgeholt. Okay, also ich fange, mach's kürzer, okay. Aber wenn ich nur eine Kamera hätte, wie doof wäre das denn? Das kann ja jeder. So, läuft?